Wir machen jetzt auch Hausbesuche bei Unavowed. Hallo Leute, ich bin Dennis und meine Gruppe der Investigativdamen der Unavowed ist bei dieser jungen Frau, die ihr Kind verloren hat. Und das meine ich buchstäblich, denn es ist einfach beim Spaziergang im Park draußen aus dem Kinderwagen verschwunden. Eine Sekunde nicht hingeguckt. Nein, stimmt nicht mal. Sie hat die ganze Zeit hingeguckt, das ist trotzdem verschwunden. Und wir sind jetzt in ihrer Wohnung, um sie ein bisschen zu befragen, was denn vielleicht, was sie uns noch für Informationen geben kann. Wir haben schon herausgefunden, dass die in der Nachbarschaft befindliche Großbank, die dort ihr Firmenhauptsitz hat, dass die was damit zu tun hat. Wahrscheinlich der neue Chef hat höchstwahrscheinlich das Kind entführen lassen. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr Details erfahren, bevor wir da wieder hingehen und solche Vorwürfe vorbringen. Man weiß ja, wie mächtig Banken sind. Deswegen sollten wir da aufpassen. Also, woher kennen Sie Hugh Kravitz? Hugh Kravitz ist der mutmaßlich Verrückte, der vor der Bank demonstriert hat. Falls ihr euch erinnert, letzte Folge mit dem so ein bisschen das Ende ist nahe Grundaussagen. Die Banken klauen uns unsere Zukunft und so. Der ist ja scheinbar verwickelt in die ganze Geschichte. Hat das Kind wohl entführt für seinen Chef, den Boss der Bank, also den neuen Boss der Bank. Der alte ist an einem Herzinfarkt gestorben. Vielleicht nicht ganz natürlich, wer weiß. Jetzt fragen wir mal, woher kennt sie denn Hugh Kravitz? Weil sie kennt ihn wohl. He was friends with my husband. They're co-workers. Or rather, they were co-workers. Hugh got promoted a few months ago. We had him over to celebrate. It was... Jesus. It was the night before Elijah disappeared. I never noticed that connection before. Why would I? But how? Why? We don't know. I'm sorry. What about Hugh? He's always outside the bank. Did you ask him? He's in the hospital right now. It's... complicated. Of course he is. Ich finde es ganz gut, dass wir bei diesen Ermittlungen eine Polizistin dabei haben, weil sie weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht. Also mit solchen Leuten, mit Opfern von Verbrechen. Ich glaube, andere Begleiter von uns könnten da unsensibler sein. So Mandana zum Beispiel. Die sagt aber extra schon mal gar nichts, weil Vicky da ist und die regelt das schon. Finde ich ganz gut. Ja, also Hugh war Freund der Familie sozusagen, ein Freund von ihrem Ehemann. Was ist eigentlich mit dem? Wo ist denn der Mann? genau hier, das ist die Frage, genau die. Mache ich mal die einfach, die ist ja organisch die nächste Frage jetzt. Was mit ihrem Ehemann? Travis doesn't live here anymore. He went to a hotel, I think. He won't tell me where. Okay, ja, Ihr Ehemann ist einfach ausgezogen, ohne ihr zu sagen, warum? Also, habt ihr euch gestritten? Yes, he did. He says he can't look at me. He can't talk to me. He thinks I'm crazy. Ah, okay. He thinks I'm the one who lost Elijah. Maybe I can't blame him. I don't know. Ach so, okay. Also, er ist nicht mehr da, weil sie das Kind verloren hat. Aber sie kann ja nichts dafür. Wir sind uns ja ziemlich sicher, dass da Magie im Spiel ist und sie da wirklich keine Schuld trifft. Warum protestiert denn Hugh außerhalb der Bank? Na gut, das wissen wir ja. I don't know. He would never talk to me. He wouldn't look me in the eye. I guess now I know why. Kennen Sie Jason Grant? Didn't he die? I don't know much about him. Sorry. Also, sie kennt den ehemaligen Firmenboss von der Bank nicht so gut. Ja. Das weiß sie auch, warum Hugh nicht mit ihr sprechen wollte, obwohl er sie jeden Tag gesehen hat vor der Bank jetzt. Ist ja direkt das Nachbargebäude, mehr oder weniger. Denn er hat was mit dem Verschwinden des Kindes zu tun. Sie sind hier aus Florida hergezogen? Ja. Cedar Key. Born and raised. Same as my husband Travis. He applied to the Grant City Trust on a whim. Didn't expect to actually get hired. And now, here we are. Toll, jetzt wohnt man im regnerischen New York, wo es immer regnet, original immer, zumindest in diesem Spiel. Und ihr Mann ist nicht mal mehr da. Okay, wollen wir nochmal hören, wie, nochmal zum Auffrischen, wie ist nochmal das Kind verschwunden? Like I said, I took him outside for a walk in the sun. Then he just disappeared. I didn't imagine it. I know what I saw. Okay. If you think it will help, I'll just be here. Na gut. Dann schauen wir mal, was hier noch so abgeht. Eine kleine Notiz hängt an der Wand.
Was steht da? Erinnerung, Bär. Was hat das mit diesem Bär auf sich? Ist Bär etwas Wichtiges? Was ist mit dem Bär? Nothing found. Nothing found. Nothing found. Aber da ist doch ein Bär. Da, ich sehe ihn doch genau. Da ist doch der kleine Bär. Der Plüschbär. Was ist hier? Dürfen wir denn da rein? Oh, das ist aber nett. Okay, hier ist wahrscheinlich wieder wie immer nur der Computer. Interessant. Glowy residue spread out in the mattress of the crib. Look at that stuff. Is it glowing? Magic was used here. It occasionally leaves behind a residue like this. Magic that could, say, disappear a baby? It is the most logical possibility. Whomever did this was careful and clever. They used a veil. Otherwise, Winnie Cook would have seen this. Instead, everyone thinks she's crazy. Yeah, I can relate. Ja, vor allem ist es echt gut, dass wir Vicky mitgenommen haben, weil praktisch die gleiche Geschichte ist ihr ja auch passiert, dass alle gedacht haben, sie wäre verrückt und sie war die Einzige, die sozusagen die Wahrheit kannte, die tatsächliche magische Wahrheit. So, und hier Jesus, ist nämlich der Bär. Griff the P.I. Bear. They're still making these things? Me and my two brothers all had one growing up. If you're a kid in a cop family, you're practically issued one in the womb. Ja, aber was ist denn jetzt mit dem Bär? Irgendwas ist komisch. Warum hängt da eine Notiz mit... Was ist mit dem Bär? Welcher Bär? Der Bär? Okay. Ein Renoir hängt an der Wand. Natürlich nur eine Kopie. Enter Password. Griff? Keine Ahnung. Ich probier's jetzt mal mit... Ha! Der Zettel war das Passwort. Ich bin so gut. Ja, der Bär heißt ja, hat sie ja gerade gesagt, Griff, der PI-Bär, also Griff, der Detektivbär. Die Frage ist, hätten wir das auch rausgekriegt, wenn Vicky nicht dabei gewesen wäre, weil Vicky kannte das Plüschtier, aber das hätte ja kein anderer vielleicht in der Gruppe gekannt. Okay. Was haben wir denn da für E-Mails? I guess you've moved in by now. I can't believe you're living in New York. How's Vinnie adjusting? Imagine a lot has changed since I lived here. There was a Chinese place on Lex. Bla bla bla. Also ihre... das ist an ihren Mann gerichtet. Weil hier wird ja von der Frau, von der Vinnie, die da im Wohnzimmer steht, geredet. Also wahrscheinlich die Mutter des Mannes, also ihre Schwiegermutter, die fragt, wie sie sich eingelebt haben in New York. War das jetzt hier ganz oben genau? Gloria Cook. Oha, Travis Cook wrote, there were Chinese restaurants back then, didn't they get overrun by all the dinosaurs and woolly mammoth? Also der Mann macht sich lustig über seine Mutter, dass sie ja schon so alt ist. Und dass es ja früher in New York noch Dinosaurier gegeben hat und Wollmammuts. Hahaha. Hugh Kravitz. Aha, jetzt wird's interessant. Hugh. Hey, you're a Mets fan, right? Bossman gave me tickets for the game this weekend. Also Hugh war scheinbar wirklich mit ihm befreundet, hat ihm ja für Baseball Tickets angeboten. Wir sollen Tomo kontaktieren, wenn es um Netzwerksicherheit geht. Your mom just told me I can't believe it. I'm going to be great aunt, Großtante. Ich bin schon so alt. krass, sie ist in Tibet und fährt gerade in die Mongolei, also die Tante von ihrem Mann, von Travis. Bet you still keep your passport in all Mr. Spookyface Eyehole, like your mom used to, family traditions. Okay, also hier ist der Hinweis, dass der Pass irgendwie von Travis, also von dem Ehemann, der jetzt abgehauen ist, in irgendwie old Mr. Spookyface's Eyehole. Na gut, gucken wir mal nach. Ist. Ich weiß noch nicht, wofür ich den Pass brauche, aber gut. I forgot my cold New York could get. Back in Florida, still thawing out. Elias ist der perfekte Name für das Kind. Tut mir leid, dass ich so emotional werde. Also ist die Mutter immer noch von Travis und die Schwiegermutter von Vinnie. Ist schon 50 Jahre her, aber man vergisst das nie. Treasure that kid, treasure family, take nothing for granted ever. I'm so happy for you. Okay. Dude, that kid is adorable. Good thing he takes after win.
Also Hugh macht sich lustig, dass das Kind eher nach Winnie kommt, Gott sei Dank, weil Travis ist ja wahrscheinlich so hässlich. Hahaha, lol, lol. You come back to work tomorrow, better hurry back before all your clients switch over to me, miss your buddy. Die Tante, ne? Named him Elijah, ich habe geheult. Also die ist irgendwie so eine Weltreisende, die ist jetzt hier irgendwie im Jaipur-Tempel, da ja, also irgendwie in Ostasien. Spoil that wife and kids of yours, Rotten will be visiting soon, also sie kommt dann demnächst mal vorbei. Hugh, Trav, I can't imagine what you are going through, if there's anything you need, anything at all, just ask, I'm so sorry, da ist das Kind verschwunden. Und dann hier der Grand City Trust schreibt, Security, we have deactivated all ID cards. New cards will be reissued by the end of the day. If you do not receive your card, photo ID will be accepted in the interim. Ah, dafür brauchen wir den Pass. Those names, Julie, Gloria, they are familiar. Why? You're asking me? No, I am asking myself and pondering coincidence. What are you talking about? It is unimportant for now. Let us speak no more of it. Ich finde das gar nicht so unwichtig. Wenn du irgendwas weißt, Mandana, dann sag es. Warum kennst du die Namen? Okay, das hier ist Old Mr. Spooky Face, würde ich mal sagen. What you got there? Some kind of passport? Let's have a look. Ja, das ist der Pass von Travis, also von dem Ehemann, der jetzt im Hotel wohnt. Scheint auch noch gültig zu sein. Das Spiel ist ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, erschienen, also 2019, sollte noch passen. Und das ist ein Bildausweis, damit müssten wir eigentlich in die Bank reinkommen. Not for nothing, but doesn't that kind of look like... Eli? Yes. Ah. Well, shit. But I am still not sure. We need to talk to Mrs. Cook. I have a question. Okay, warte mal, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wieso, das... Das sieht nach Eli aus? Jetzt würde ich es mir gerne nochmal angucken. Darf ich nicht? Ach. Eli, na gut, der Eli ist ja, der ist ja viel schlanker und älter. Also wirkte er jetzt. Der hier wirkte viel kantiger, das Gesicht. Aber klar, ist ein blonder Typ. Genau wie Eli. Aber der trägt ja auch immer seinen Schlapphut. Also dadurch erkennt man es nicht. Unser Feuermagier. Aber wieso sind das die Verwandten von Eli? Sind das, ist Travis Cook der Sohn von Eli? Vielleicht, den er jetzt seit 50 Jahren nicht gesehen hat. Und fucking Gloria ist die Frau von Eli, die er vor 50 Jahren verlassen hat, weil er nun mal dann in diese magische Welt eingetaucht ist und dann nicht mehr Teil dieser realen, nicht magischen Welt sein konnte. Krass, ist das hier vielleicht die Familie von Eli? Ist Elijah... Elijah ist ja logischerweise irgendwie angelehnt an Eli, der Name. Also haben sie ihn sozusagen nach dem verschwundenen Großvater benannt. Deswegen ist das auch alles so emotional. Krasse Scheiße. Und dann wäre der Junge ja vielleicht ein Feuermagier, das Kind. Und deswegen wurde es entführt, vielleicht weil man einen Feuermagier braucht für irgendein Ritual oder irgendwas. Ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Okay. I have one question for you, Mrs. Cook. Sure. Whatever you need. Your son's name. Elijah. Was he named after anyone? Is it important? It might be. I think that was Travis's idea. Yeah, his grandfather. What's his grandfather's name? His grandfather was named Elijah? Well, Eli. But that's short for Elijah, isn't it? This is true. He died long ago. Travis didn't know him. But his mother told us stories. He sounded like a good man. Fuck! He is. Sorry? We will look for your son. I promise you this. I will not stop searching until he is found. Das ist der Enkel von ihrem besten Freund. Immediately. Auf jeden Fall werden wir den finden. I gotta admit, Eli looks pretty good for a great-grandfather. This is no jesting matter. It is imperative that we find the boy. It's a missing kid. Of course we're gonna try and find him. Yeah. I made a promise. It must be kept. I owe him that much. Krass, was für eine Entwicklung. Okay, also hier steckt mehr dahinter. Das ist nicht einfach nur irgendein Fall, sondern es geht tatsächlich um Eli, also um unseren Kumpel und vor allen Dingen Mandanas Freund, den sie seit 50 Jahren kennt. Oh, da ist er. Hi. Eli, you're here. Nothing gets by you, does it?
You know. Yes, I know. I heard about the missing kid. I looked him up. Not exactly a lot of dots to connect. Eli, I know what you must be feeling. No, you don't. Eli, please. We must get after him. Quickly. Bevor er irgendwelchen Scheiß baut. Gut, nächste Folge suchen wir nach, laufen wir hinter Eli hinterher und klären den ganzen Kramsch hier auf, weil ich glaube, wir sind relativ nah an der Lösung. Wir müssen jetzt ja einfach nur noch in die Bank und wahrscheinlich müssen wir einfach nur den Brandspuren folgen, die Eli jetzt gleich legt, wenn er sich durch das Gebäude kämpft, hoch hinaus zum Geschäftsführer, der ja wahrscheinlich hinter der ganzen Sache steckt. Und dann kriegen wir hoffentlich auch raus, was der Plan ist, also warum der Junge entführt wurde. Ich glaube, es könnte was damit zu tun haben, dass es die Gene sozusagen von einem Feuermagier in ihm hat und dass die für irgendwas gebraucht werden. Also dass das so ein magisches Kind ist sozusagen, was irgendwie gebraucht wird. Es scheint ja nicht mehr so viele Feuermagier zu geben. Also es sind ja immer alle überrascht, wenn sie sehen, dass wir einen Feuermagier am Start haben. So, oh, die gibt's doch gar nicht mehr eigentlich und so. Die wurden doch alle ausgerottet damals, als der Ururgroßvater von Eli hier irgendwie Amok gelaufen ist. Und irgendwelche Städte, die da gebrannt hat. Insofern ist das ja wahrscheinlich was echt Seltenes, so ein Feuermagier-Baby. Und da könnte man schon was mit machen, wenn man irgendein bösartiger, sinistrer Dämon-Typ ist oder was auch immer. Naja, wir sehen das nächste Folge, Leute. Tschüssi!